It's time for World Underground Wrestling. Ein Zeitlimit-Match, 20 Minuten, maximale Kampfzeit. Es geht nicht um den Titel, es ist ein Non-Title-Match. Ich brauch keinen Titel! Du bist ja schon Postler, ist Titel genug, das weiß ich. Hofrat heißt es. Amtsrat kommt später, nein, der ist vor dem Hofrat, stimmt. Kampf frei! Der Kampf ist freigegeben, unsere Timekeeperin ist auch unser Ring-Gong-Girl. Weil Zeit läuft. Ich kontrolliere, ja, es sind nur mehr 19 Minuten, also na was? Andersrum. 19 Minuten und 50 Sekunden nur mehr. Es sind noch 19 Minuten und 40 Sekunden. Die Zeit verliebt. Das habe ich verwechselt. Ich habe gedacht, das muss jetzt schon over zu, die 10 Sekunden. Das ist noch nicht mehr drin. Hey, das ist volle Randale. Der ist ein Postler, der ist zu. Was war das? Ein Kösler nochmal. Ich habe es noch gesehen. Ich habe mit dem Publikum konferenziert. Noch ein Kloßlein, aber die war jetzt eher lasch, das muss ich schon sagen. Und ein Elfer drauf. Mir darat das Kinn weh. Alle guten Dinge sind drei, sagt man normalerweise, aber der dritte ist eindeutig daneben gegangen. Pass auf! Come on! Es hast den Ton nicht getroffen, das heißt, come on, come on. Aber gut. Also, ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass die Frau vom Lois Lee keine Kinder will, also wurscht. Es sind schon 2 Minuten Kampfzeit vergangen. Du hast ja das nicht gewonnen, das sagt man jetzt dazu, ein Swinging DDT, ich hab keine Ahnung, ein Dancing DDT, das ist ein Italiener, die tanzen gerne. Johnny Travolta. Irgendwie funktioniert deine Clotheslines nicht. Er hat gesprungen, funktioniert es anscheinend doch. Wobei ich es nicht gesehen habe, es ist wirklich geraten. Mir ist irgendwie, achso, der Zoll, Entschuldigung, 4. Ja, wenn ich illegal sein soll, das ist nicht mir, du bist der Referee, du musst dich einstreiten. So ein Loser, Alter. Was ist ein Ref oder was? Der Quincy ist kein Loser, das ist unser offizieller Mann im Ring. Ja, ne, diskutieren hat er nicht. Ja, ne, hat mich auch gesehen. Ja, musst du sagen, ich bin nix oder was? Ich komm gleich hinter dir. Warte da. 2, 3. 4, 5. Also ich habe immer so das Gefühl, sobald es zu 5 jetzt überkommt, braucht der Quitze länger beim Zählen. Das sieht immer so aus. Der Quitze braucht immer länger. Das ist, was ist das? Das schaut aus wie... Keine Aufgabe. Keine Aufgabe, es schaut aus wie Schmusen. Beim Schmusen würde ich auch nicht aufgeben, aber... Ich meine, es kommt drauf an mit wem, okay, aber... Also mit keinem von den zwei auch definitiv. Also, irgendwer hat da jetzt jemanden in die Augen gefahren. Ich glaube, das war der... Winzi war es nicht, das weiß ich. Oh, der Sprung bei Elbo. Und schon liegt der Postel am Boden. Das ist aber für sich seine normale Arbeitsposition. Ne?
Also, ich hab das dabei von der Bonus-Karte jetzt. Zumindest warte ich immer drauf, dass deine Backen kommen. Was auch Hilfe! Vorsicht! Treffer! Der Richie Zanoni lässt sagen, wenn es nicht euer Backen hält, gehört er sofort zum Kämpfen auf. Und das ist aus. Also ich ersuche die österreichischen Fans um etwas Kontenance. Wir wählen unsere Wörter schön. Mit deinen Fremdwörtern kannst du nicht bei mir. Lass ihn in Ruhe! Das war eindeutig ein Schlag in die Genitalien. Ja, so große Genitalien hat er nicht, aber wurscht. Ah, ein schöner Fußhebel. Gibt auf, Fritschi Zanoni, keine Aufgabe vom Zanoni. Der Italier kriselt allerdings, also von dem her war das blöd. Ne? Keine Aufgabe. Noch immer keine Aufgabe. Genau, sechs und scheinbar. Ohne Rede. Also, wir haben noch eine Kampfzeit von 14 Minuten auf die Uhr über, also Massen auf Zeit, dass euch birnt. Ihr könnt natürlich den Gegner schon vorher K.O. hauen, dann könnt man heimgehen und saufen. Wo sind die Fans? Was ich immer gesagt habe, die Österreicher sind Rassisten. Das werden wir gleich feststellen. Wo sind die Zanoni-Fans? Rassismus in Rheinkultur. Italien gehört auch zur EU, Leute. Ich habe keine Haare, also kann ich kein Skin hetzen. Aufgabe, Entschuldigung, ich verpasse den Kampf, ich sehe nichts. Achso, das ist ein Auer. Also, das ist ein Auer, aber das ist ein blödes Kommentar, weil das ist kein Griff, ein neuer Griff. Er rennt hier wieder um Englisch. Ich will Pizza. Wird angezählt. 2, 3, 4, 5. Und der Quinzi steht schon wieder. Der Richard steht schon wieder. Der Zanoni. Ich verwechsel schon. Au! Mir tut es im 3-2. Also wenn es nicht der Zanoni war, den ich jetzt gesagt zum Loisl, reiße ich mir den Schädel aus. Aber das ist der Zanoni, das ist unser Champion, der darf nicht verlieren. Oh, oh, Slipper holt. Ich glaube, der schläft, ey. Das ist ganz blöd. Ja, da muss das Aster leben, wenn es dreimal gefallen hat, ist vorbei. Einmal! Zum zweiten Mal fällt er einmal noch und der Kampf ist aus. Sieger dieses Oberdeckel. Nein, es geht noch weiter. Das ist jetzt wichtig. Lieber Fotograf mit dem komischen Haarschnitt. Ich muss dem lieben Fotografen aber sagen, ist ein bisschen Ruhe. Ja? Der Richie Zanoni sagt das nur einmal, also ich sage es in der Stelle vom Richie Zanoni. Hör auf zu fotografieren, weil das will der Richie Zanoni überhaupt nicht. Ja? Ich bin nur der Boden. Tötet nicht den Boden! Wenn dann nur den Postboten. Ich wollte einen Kalender. Ich
Scheuer hier. Hey, gehst mit meinen Schmäh aus hier im Zanoni, das mag ich aber gar nicht. Ich meine, das hast du nicht schlecht gemacht, aber ich bring das besser zusammen. Referee. Sag in Zanoni, er soll das nicht tun, und zwar sind wir aus der Kamera. Nein, wobei die Frage ist, ein Poster hat ja normalerweise keine Eier. Wem? Warum soll den Lois noch helfen? Wie hilft er zum Zanoni, falls dir das noch nicht aufgefallen ist? Ihr könnt's doch nicht wirklich voll und ganz zu der österreichischen Post halten, das ist ja peinlich. Also, Entschuldigung, wie lange geht's noch? Es geht doch echt. Schreit's mir nicht so an! Es geht noch 10 Minuten! Frauenpower oder was? Ich weiß es ja nicht. Revolution! Ruhe auf den billigen Platz. Aua! Hey, Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Das braucht der Postel aber nicht. Moment, also jetzt wird's unfair, weil die Posterstrang macht damit die Hände. Und die Hand muss noch, aber du kannst es ja flach klopfen, weil er muss in den Schlitz rein. Dazu gibt es 3 Wettertafeln. Die Frisur hält. Würgen von Zanoni. Die Frisur hält. Also wird nicht grausen. Dritte in den Oberschenkel. Die Frisur hält. Also, er hat gespuckt. Auf meine Matten. Das glaube ich nicht. Das tue ich da nicht tun. Der Zanoni darf nie auf meine Matten spucken. Hey, Moment, was ist da? Also Moment, so geht das nicht. Also absichtliches Verletzen des Gegners ist unfair. Ich meine, es geht nicht. Also, dreh mal die Musik ab, weil das ist jetzt ernst. Es geht nicht mehr so. Es geht nicht mehr. Ja, dann kommen wir mal rein. Dann jetzt müssen wir uns beraten, was da geht. Also, das ist jetzt. Ich meine, es steht. Das frage ich mich auch gerade, was kann ich nicht. Bleib auf Abstand, ich hör's mich eh, ich rede eh laut durchs Mikro. Ja, ich merk's nicht gerade, dass er verletzt ist. Also, das ist mir schon. Was machen wir? Was, Publikum, was machen wir? Der kann nicht mehr! Das Knie ist aus der Kehle gesprungen, wenn du das hast. Ich bin der Chef, du bist der Referee, ist deine Entscheidung. Zanoni kann nicht mehr, das sehen wir. Na ja, dann, wie viele Minuten hätten wir denn noch? Das ist ja kein Show da, Herr. Wie ist es halt kämpfen? Also, solange es nicht bleibt, ihr nicht mehr wisst. Na gut, okay, ich glaube, das war geschoben. Oh,
geht weiter! So kann man auch verschleppen. Ich glaub, der Postler ist heiß. Jetzt haben wir es! Ich bin alle! Hallo, endlich wäre der Postler rein! Er ist ein Pferdfoster! Wer jetzt da? Der Markusation hat nur drei Stationen! Bin ein Astl-Raus-Hebel-Aufgabe gekriegt. Also, Rewind hätte man gesagt, aber wurscht. Astl aus Hebel klingt besser. Keine Aufgabe. Er gibt nicht so leicht auf. Du hast noch 4 Minuten, um ihn umzuhaben, um ihn zur Aufgabe zu bringen oder K.O. zu haben. Stimmt natürlich auf den Zanoni. Noch 4 Minuten Kampfzeit. Die Kraft hätte ich mir jetzt nur bedingt sogar. Du kannst nicht fotografieren, das war nicht schön. Wobei, es ist WoW. Der Kampf steht zwischen Luisinger Läusler und Richard Zanoni. Noch 3 Minuten Kampfzeit. In der letzten Zeit ist der Quincy so aggressiv, ich verstehe das nicht. Ist sicher nichts. Was war da? Noch 2 Minuten 30 Sekunden. Jetzt hat er endlich um, ich weiß ja nicht, wer immer wen umhockt. Das ist nicht. Zanoni, mach den Postler fertig. Zanoni, was ist? Wo ist die Superpower? Hock am Boden. Noch 2 Minuten. Ja, macht's fertig. Ich will einen Sieger sehen. Snap mehr. Und schon wieder reißt er den Schädel ab. Ich meine, das hast du schon einmal probiert und er hat es nicht, der hat nicht aufgegeben. Keine Aufgabe. Es schaut aus wie Erotik-Yoga oder was, ich hab keine Ahnung. Ich meine, so stell ich mir halt Erotik-Yoga vor. Perverse Gedanken, ich weiß. Noch 1 Minute und 20 Sekunden. Noch 1 Minute! Sekunden! 7! Ach so, fast war's aus gewesen. Wenn's da hintritt, kann man nicht weitermachen. Also nicht weiter zu. 40 Sekunden! Au! Voll auf den Rückenrad. Rückgrat heißt das. Noch 30 Sekunden! Noch 20 Sekunden! Grazie!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Das Zeitlimit ist vorbei, du warst um eine Sekunde zu spät dran. Sorry. Sieger dieses Kampfes, die Zeit. Ja, hallo, ich kann nichts dafür. 20 Minuten Zeitlimit. Wenn er 20 Minuten und eine Sekunde braucht, das ist sein Kaffee. Posten aber nicht mehr schon unpünktlich. Time for World Underground Wrestling.